Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Willkommen zu einem Update. Haben ja einen spannenden Wochenauftakt jetzt erlebt am Morgen. Wir haben ja diesen sehr positiven Wochenausklang letzte Woche. Wir hatten ja uns deutlich von den Tiefpunkten dann in den US-Märkten am Freitag erholen können. Und heute Morgen wurden diese Gewinne vom Freitag erstmal abverkauft, sodass ein Retracement entstand. Also der Tiefpunkt wurde noch nicht unterschritten. Und damit hat der Markt auch weiterhin Erholungschancen. Im Germany 30 liegt das Augenmerk auf den Tiefpunkten der Vorwoche, also 15.020, 15.000 glatt in etwa, so die Marken in dem Falle. Und innerhalb dieser Marken wird sich dann auch der jeweilige Fall, also ein bullischer und oder bärischer Ausgang, dann entscheiden. Wir hatten letzte Woche die Möglichkeit angesprochen, dass eben dieser Support im Bereich dieser 15.000 sehr wichtig ist und dass sich von dort eben eine Möglichkeit ergibt einer fertigen Korrektur. Die Bedingung dafür ist, dass eben die Tiefpunkte jetzt von letzter Woche möglichst dann nicht mehr unterschritten werden. Und das ist dann für die Bullen die Aufgabe, heute und dann auch in den nächsten Tagen genau das herzustellen. Andererseits eben, sollte der Markt unter diese Zone fallen, dann ja, ist eine tiefere Korrektur im Gange in Richtung 14.700 sowie 14.500 als ja nächste Marke oder Barriere in dieser Situation. Okay, dann ja, schauen wir uns die Ausgangssituation hier nochmal an. Ich mache es nochmal etwas größer. Und zoome nochmal raus, dass wir uns nochmal das größere Bild anschauen. Also das ist hier die Rallye, von links unten kommt die US-Wahl in das Hoch jetzt im August. Die Rallye hat einiges eben an DAX-Punkten dementsprechend hier oder Germany 40-Punkten hier gebracht. Und wir haben diese wichtige Supportmarke 15.000 erreicht. Diese ergibt sich eben durch das Tief aus dem Juli. Und grundsätzlich hatten wir eben die Möglichkeit angesprochen, dass die Korrektur jetzt nicht seit Anfang September läuft, sondern bereits seit April. Und hier eben diese Bewegung eben finalisiert werden kann. Dieser letzte Abverkauf eben dann ja mit unterschiedlichen Möglichkeiten, entweder ein Double-Zigzag. Es geht aber auch, wie Notschalter sagte, WXY, also eine normale Zigzag-Korrektur, dass wir das hier eben finalisiert haben und die Bewegung eben so finalisieren können. Also so. Und dann hier die zweite Dreierbewegung eben in dieses Tief. Und somit wäre praktisch diese Konstruktion seit dem Aprilhoch vollendet, mit der Bedingung eben, okay, kein weiteres Tief. Wir arbeiten an einem höheren Tief, was wir heute eben bisher erfolgreich machen, um dann dementsprechend hier die Attacke hinzubekommen auf den Widerstand, der sich hier dann zeigt als erstes im Bereich 250. Das kennen wir, das war ja vorher eine Unterstützungsmarke, und die 396 als zweite Marke, die sich hier dann in den Weg stellt. Das sind so die auffälligen Marken. Dann sollte sich der Markt weiter erholen können von diesen Tiefpunkten. Hier ist dann der Widerstand, wo sich dann wiederum eine Entscheidungsfindung ergibt. Und diese Entscheidungsfindung, was meint man damit, selbst wenn es jetzt kurzfristig bullish ist, wäre von hier eben ein weiterer Abverkauf eben in Richtung dieser 15.000 und dann später in Richtung 14.7 und 14.5 möglich. Wir gehen mal in den Intraday-Bereich und schauen uns dieses aktuelle Geschehen an. Also an sich der Anstieg jetzt hier im Germany 40 am Freitag ist nicht ideal. Ich tue mir im Moment schwer, das hier als Fünfer zu etablieren. Im Minutenchart geht es unter Ächzen, deswegen hier erstmal noch eine gewisse Vorsicht. Was eben auffällig ist, in das Freitagshoch wäre diese Dreierbewegung und das würde dann logischerweise ein weiteres Tief mit sich bringen. Da jetzt aber heute wiederum diese Dreierbewegung hier lief, muss man schauen, ob hier vielleicht eine Alternative zu sehen ist.
Und zwar, dass eben seit der Freitagserholung, wir hatten ja hier zur US-Eröffnung diesen Abverkauf, dann am Abend diesen Anstieg und jetzt eben diesen zweiten Push, dass wir eben hier so eine Struktur haben und deswegen eben diesen Tiefpunkt verteidigen, um dann über diesen Widerstandsbereich 200 und 250 nach oben durchzugehen. Und dementsprechend ist halt wichtig, diese Situation mit dem absoluten Tiefpunkt und hier jetzt mit diesem höheren Tiefpunkt weiter zu verfolgen. Und für den Intraday-Bereich oder jetzt für die nächsten Tage ist dann praktisch wichtig, Tiefpunkt, höherer Tiefpunkt. Und sobald das hier jetzt weiter an Struktur gewinnt und wir höhere Hochs machen, dann entwickelt sich eine Bodenbildung und der Markt kann sich dementsprechend weiter erholen in diese genannte Widerstandszone. Und das ist dann einfach zu beobachten. Und dann hier logischerweise dann nachzuziehen, Kontrolllevel vom Tiefpunkt am Freitag auf das heutige Tief und so weiter, würde das dann weiter vorangehen. Hier in diesem Zusammenhang dann. Okay, also Germany 30, sehr wichtig hier, die 15.000 hat sich eigentlich seit Freitag hier wenig geändert. Okay, am Freitag hatten wir auch diese Bewegung zueinander gestellt, also diese erste Abwärtsbewegung, das war am Notschalter, hat es glaube ich rangebracht, diese erste Bewegung eben mit diesem zweiten, das sind beides mal circa 750 Punkte gewesen und somit C gleich A, perfekte Symmetrie innerhalb dieses Abverkaufs und diese 15.000 haben wir dann auch das zweite Mal gehalten. Okay, werden wir dann weiter beobachten, bis wir neue Erkenntnisse hier sehen. Okay, kommen wir zum US-Markt und hier, genau, ich hatte es gerade angesprochen, eine schöne Erholung am Freitag und wir hatten das Intraday hier besprochen zur US-Eröffnung, dass wir in dieses Hoch hier entweder eine 3 oder eine 5 haben und es hat sich jetzt auch interessanterweise ähnlich ausgebildet und zwar muss man im US-Markt tatsächlich Stärke im Moment unterstellen und diese Zone hier beobachten, also diese beiden Hochpunkte von der Freitagseröffnung. Warum? Zum einen eben kann man das hier unterteilen, also hier der erste Push, dann gab es ja hier diese schöne Dreierbewegung aufs Retracement und dann diesen zweiten Push am Abend. Und auch hier jetzt aktuell diese tolle Dreierbewegung genau auf die alten Hochpunkte. Wunderbar. Und sollte diese Auffächerung tatsächlich hier bereits vorliegen, dann hat der Markt direkt zur Eröffnung jetzt gleich Potenzial, nach oben weiter durchzustarten. Vor allem, sobald er die 34.400 nach oben bricht und zumindest eben dieses Tief hier unten, also das Freitagstief, verteidigt. Und dann ist hier diese Auffächerung möglich, also erster Push, Korrektur, zweiter Push, Korrektur, dritter Push und so weiter würde das gehen. Genau, also direkte Aufwärtspotenzial zur Eröffnung. Das zweite ist, dass wir eben das Freitagstief im Blick behalten sollten, also diese 33,8. Warum? Weil man hier auch die Zählung so vornehmen kann, dass eben dieser Push hier eine 4 ist und dieser Anstieg hier die 5. Und hier müsste man den Fibo so setzen, dass man das Tief und das Hoch miteinander verbindet, um dann eben diesen Retracement oder diesen vollständigen Retracement-Punkt zu bekommen. Und der liegt dann eben zwischen dem 38er, da ist hier dieses Vormittagstief bereits gemacht worden, und eben dem 61er bei ungefähr dem Freitagstief. Und das ist dann allgemein diese Zone, die für diese Variante, also dass man eben sich den ganzen Anstieg anschaut, interessant. Und hier wäre für die Eröffnung eben dieser nächste Push runter interessant, dass eben diese Dreierbewegung noch nicht abgeschlossen ist, sondern wir das Ganze verlängern, so. Und eben der nächste Tiefpunkt hier in Richtung 61er Retracement gesucht werden muss. Und das ist die Aufgabe, dann diese beiden Varianten nochmals voneinander zu trennen. Und sich jeweils dann auf die Zonen, auf die Widerstände zu fokussieren. Okay, und diese zweite Variante würde natürlich dann unter dem Vormittagstief vorteilhafter werden,
weil dementsprechend ein tieferes Tief entsteht und somit dann das 61er natürlich interessant wird. Okay, das ist dann für heute die Aufgabe, diese zwei Varianten erstmal voneinander zu unterscheiden und allgemein dann auch das Tief vom Freitag hier im Blick zu behalten und eben im großen Fenster, ich zeichne es nochmal ein, auch hier im US-30 hier diese Möglichkeit zu beachten, dass wir eben eine Korrektur, in dem Falle seit Mai, beenden. Hier diese Dreierbewegung, also ähnlich wie im Germany 40, würde sich dann hier vollendet haben. Und deswegen ist diese Zone, dieser rote Strich hier, die 33,7, so wichtig. Wurde jetzt zweimal praktisch gekauft oder ja, wir sind ja drauf auf diese Zone und es gab einen Push nach oben nochmal drauf und auch am Freitag wiederum hochgekauft. Und solange eben diese Zone hält, wäre das möglich, dass diese Korrektur in dieser Art und Weise, wie gerade eingezeichnet, zu Ende geht, sodass danach Aufwärtspotenzial besteht. Und Kontrollpunkt für diese Annahme ist dann das Freitagstief im Moment. Okay, dementsprechend würde andersherum die Argumentation gelten, bricht praktisch diese Unterstützungszone 33,7, also gehen wir drunter und kommen nicht mehr wieder hoch, dann ist hier die nächste tiefere Zone bei 33 zu sehen, sowie bei 32. Das sind dann einfach hier die nächsten Tiefpunkte, also einmal das Juni-Tief und dann auch gleichzeitig das März-Tief, was hier dann ansteht. Okay, und da ist die Entscheidungszone eben hier dieser Bereich, wo wir jetzt zweimal einen gewissen Bounce erlebt haben. Okay, soweit der US-30. Okay, vielleicht noch was sehr Interessantes. Ich habe den Japan 225, also das Äquivalent zum Nikkei. Ist interessant, wir hatten ja eine Wahnsinns-Rallye im Japan 225, nachdem bekannt wurde, dass der Premierminister wechselt. Die Börse hat es relativ gut gesehen oder geheißen, dass da eben der alte Premier ersetzt wird. Und hier geht es um Folgendes. Wir hatten ja hier diese lange Bullenflagge, die man hier sieht, von Februar bis zum Tief jetzt im August, bevor dann dieser letzte Push war. Und dementsprechend ist dieser Tiefpunkt eben aus dieser Flagge kommt interessant. Man kann nämlich diese Bullenauflösung, diese Bullenflaggenauflösung wie folgt weiter interpretieren, dass man sich zunächst eben diesen Anstieg anschaut und man möchte ja, dass sich eine Korrektur innerhalb eines Retracements bewegt. Und dafür kann man eben den Tiefpunkt und den Hochpunkt hier mit einem Fibo versehen und stellt eben aktuell fest, dass der Japan 225 durch diese Dreierbewegung hier perfekt auf das 61er Retracement bei 28.350 in etwa gefallen ist. Und genau diese Zone ist interessant. Wenn es innerhalb des Retracements bleibt, wäre das hier so ein genanntes Trader's Dream, hatten wir schon mal über dieses 61er Retracement. Und da wäre die Möglichkeit wie folgt, dass eben dieses Retracement hält, solange der Tiefpunkt nicht verletzt wird und ausgehend von dieser Dreierbewegung würde dann diese nächste Aufwärtsbewegung starten in Richtung von 31.800 und 33.200 erstmal. Okay, dass die Option eben Anstieg, Fünfer, Dreierbewegung, Korrektur, Tiefpunkt wird verteidigt und innerhalb dieses Szenarios Rallye nach oben. Okay, auf der anderen Seite, was kann man da sagen? Da gilt es zunächst eben tatsächlich diese 26,7 zu beachten und das ist dann auch der Support. Und schwierig wird es, wenn der Markt hier keinen Halt findet im 61er Retracement, sondern direkt auf den Tiefpunkt runterrutscht und den sogar kurzfristig unterschreitet. Hier ist dann die Gefahr, dass der Anstieg, den man hier über den Tageschart gut sieht, erstmal vorbei ist, dass eben seit dem Corona-Tief hier ein kompletter Impuls durch ist und wir in Richtung der alten Hochpunkte bei 24.000 durchgereicht werden. Also dass hier eben kein Halt stattfindet, sondern wir direkt durchmarschieren, diesen Tiefpunkt brechen und dann eben die 24.000 angesteuert werden. Das ist eben dieser
bärische Fall für den Nikkei? Also ist das hier ein Trendaufbau, ein neuer? Somit würde das Retracement halten, wir bekommen eine neue Rallye. Oder dieses 61er hält nicht und der Tiefpunkt wird rausgenommen für einen Retest der Corona-Hochpunkte, also vor dem Abverkauf, Corona-Abverkauf, wo dann eben ein Retest an dieser Level stattfindet. Okay, das ist dann hier die Aufgabe für den Nikkei, dieses 61er hier wirklich zu beachten, um neue Erkenntnisse dann zu bekommen. Also das hier eine super wichtige Zone im Nikkei für die nächsten Tage. Da kann man sich da ein bisschen umschauen. Okay. Jawohl, dann genau kommen wir zum Euro. Der kann sich heute erholen. Ja, wir hatten ja diesen Tiefpunkt hier angesprochen. Also die 16,60 an sich sehr wichtig. Das ist das Tief hier vom 17. August. Hatten wir unterschritten und sind jetzt sogar auf das Tief der US-Wahl, also vom November, gefallen. Und hier haben wir jetzt wichtige Extensionsmarken an sich erreicht und es gilt weiterhin, diese Dreierbewegung zu beobachten, ob wir uns da stabilisieren können. Jetzt kurzfristig wird es mehrere Möglichkeiten geben. Also es herrscht aktuell ein Abwärtstrend, sodass der Dollar weiterhin zur Stärke neigen kann. Die Frage ist eben, ob er direkt hier durchmarschiert in Richtung 50er Retracement bei 1,1490 oder ob wir hier einfach einen tieferen Bounce noch bekommen in Richtung der Widerstände. Die beginnen dann im Bereich der 1,1750 vor allem auch, bevor dann eben mit dieser Erholung, also ein Retracement für die Bären, bevor dann das Ganze von dort nochmals nach unten aufgelöst werden kann. Also diese Option kann man noch nicht ausschließen, sondern muss man weiter beobachten, wie sich praktisch dieser zweite Abverkauf jetzt seit 1,19 weiter verhält. Okay, und hier in dem Bereich 16,80 bis 17,60, das wird eine super wichtige Zone werden dann. Okay, und unter dem heutigen oder gestrigen, also Freitagstief, wird direkt der Abverkauf fortgesetzt. Ansonsten eine Erholung möglich in diesen letzten Konsolidierungsbereich. Okay, dann genau schauen wir uns das Öl an. In dem Falle, genau, ich arbeite mit dem Brent. Deswegen schauen wir uns diesen Bereich an. Und ja, da läuft praktisch der nächste Push. Wir hatten jetzt letzte Woche diesen Anstieg erlebt und dann hatten wir ja wiederum die Möglichkeit angesprochen, dass eine Dreierbewegung vollständig sein kann. Und deswegen eben hier der Anstieg. Eine mögliche erste Trendbewegung, wieder höheres Tief und es geht weiter nach oben. Jetzt haben wir diese Woche auf jeden Fall News noch auf der Ölfront und zwar tagt die OPEC. So dass man hier auf jeden Fall ein Eventrisiko hat, das sollte man beachten. Und an sich für den Trend haben wir ja bestimmt, dass wir höhere Hochs und höhere Tiefs weitersehen wollen. Und das Ganze ergibt sich eben durch diesen Anstieg, höheres Tief, Anstieg, höheres Tief, Anstieg, höheres Tief. Und so würde das weiter hier fortgesetzt werden, sodass eben die Kontrollmarke aktuell auf dem Donnerstagstief hier ist. Und solange das hält, wäre der Aufwärtstrend maßgeblich und es würde sich drehen, also der Bär wird übernehmen, sobald wir praktisch unter diesen Punkt vom Donnerstag fallen, dann ist hier eine tiefere Korrektur möglich, vor allem dann in Richtung 73 und 70 Dollar. Okay, also das für die Intraday-Geschichten und im übergeordneten Sinn, da verfolgen wir hier diesen Hochpunkt vom Oktober 18, das ist der wichtige Widerstand, der liegt knapp unter 90 US-Dollar hier im Brent. Und wir hatten ja vor allem das Jahreshoch bereits angesprochen und sollte es gelingen, über dieses zu gehen, dann ist eben die Trendfortsetzung sehr real, sehr logisch, wenn ein Hochpunkt gebrochen wird. Und dementsprechend ist dann der Anstieg zum nächst höheren Hoch bei 87 möglich. Und derzeit ist praktisch auch diese Situation hier.
Wir sind drüber über das Jahreshoch, testen das und gehen weiter. Eigentlich eine super Fortsetzungsoption hier. Und wichtig ist, ja, niemals einen Wert an sich halt chasen oder verfolgen und versuchen, da wild reinzugehen, sondern ja nach Setups suchen und dann nur die Setups eben handeln, wo man eine Dreierbewegung vielleicht sieht oder eine Divergenz in den Oszillatoren etc. etc. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man halt nicht auf einem Top etc. abgeholt wird. Okay, aber an sich kann man das hier weiter verfolgen. Mögliches Ziel eben hier der Widerstand, der kommt ja knapp unter 90 dann zur Geltung. Das Hoch aus dem Jahr 2018, das kann man beobachten. Und mit dem Ausbruch oder mit dem neuen Jahreshoch wäre das hier eine mögliche Zielzone. Und der Trend läuft eben oder ist intakt, solange ja jetzt vor allem auch das letztwöchige Tief nicht unterschritten wird erstmal. Okay. Gut, kommen wir zum Goldpreis. Da hat sich am zum Wochenschluss einiges getan. Und zwar hatten wir ja die Zone um die 17,40 letzten Donnerstag hier zurückgeholt. Ja, mit diesem Push. Und aktuell sehr interessant. Also wir haben hier einen Push. Die Frage ist, ob die Bewegung jetzt seit 18,30 abgeschlossen wurde. Ich zeichne die nochmal auf. Also von dem Hoch diese Bewegung, sodass wir gerade so von der Klippe hier verschont wurden, also dass eben kein Retest der 16,80 ansteht. Für dieses Szenario ist wirklich der Tiefpunkt von letzter Woche entscheidend. Hat mir auch schon angesprochen, glaube ich, in den Videos. Kann man sich nochmal anschauen. Und jetzt haben wir hier diesen Push. Was man aktuell machen kann, ist praktisch sich diesen Anstieg anzuschauen oder genauer im Detail anzuschauen, indem man hier diesen Fibo setzt und dann, wie gehabt, auf diese Zone hier achtet. Wir haben jetzt heute Morgen oder eigentlich schon jetzt seit ein paar Stunden hier mit diesem 38er zu tun, bei 17,48. Und der Markt fällt immer wieder drauf und hält diese Zone, sodass man sich das anschauen kann und auch tiefer die 17,38 in etwa. Und genau das wäre dann der Support für eine mögliche bullische Ausgangslage. Wir haben eben einen Anstieg, Retracement, Tiefpunkt wird nicht verletzt und der Trend würde nach oben weitergehen. Die andere Situation wäre, wir haben jetzt die Rallye, scheitern ja grob an diesem Widerstand bei 17,60 und würden dieses Retracement hier nicht beachten, dann wäre eben der Tiefpunkt von letzter Woche in Gefahr und hier wäre eben ein bärischer Verlauf anzunehmen, weil der Tiefpunkt wird gebrochen, Trend ist intakt, es geht weiter abwärts und unter dem Tiefpunkt von letzter Woche ist dann eben der Retest der 16,80 auf der Unterseite möglich. Und deswegen ist diese Zone hier sehr, sehr wichtig für diese Woche und dann auch für die mögliche Erholung. Und ideal wäre natürlich Rallye, höheres Tief, Rallye und so würde sich ein neuer Trend etablieren können. Okay. Genau, dann nochmal ein Blick auf den Bitcoin. Da haben wir jetzt am Wochenende genau dieses Hoch erreicht, also dieses Zwischenhoch bei 48,3. Und da tut sich jetzt so ein bisschen schwer. Für diese Woche wird eben das Thema sein, ob wir diesen Punkt, also dieses Zwischenhoch, rausnehmen können, um dann eben immer mehr festzustellen, dass wir diese Dreierbewegung hier tatsächlich abgeschlossen haben. Diese Rallye hier eben ein erster Trend war, also eine Welle 1. Wir hier erfolgreich eine Dreierbewegung ins Tief haben als 2. Und aktuell eben an einem Ausbruch hier arbeiten, der eine Welle 3 dann mit sich bringt, um letztendlich die 52.000 dann anzugreifen. Das ist eben die Aufgabe an diesem Zwischenhoch für den Bitcoin. Ein Ausbruch würde dann hier die nächste Rallye dann in Richtung 52.000 möglich machen. Okay, das diese Situation. Dann gibt es natürlich auch eine bärische
Variante, dass man sagt, nee, diese Dreierbewegung ist noch nicht abgeschlossen, sondern wir sind da mittendrin. Wir haben hier nur eine Dreierbewegung, also Push A, B und hier eine C und wir scheitern an diesem Hochpunkt. Für diese Zone oder für diese Variante, da ja, passt es ja praktisch perfekt, um gegen den Hochpunkt zu arbeiten. Also sprich, hier wäre dann der Kontrollpunkt und man würde ja hier eine Short-Option in Erwägung ziehen gegen den Hochpunkt, dass wir diesen zweiten Abverkauf hier noch bekommen. Und diese Variante wird vor allem unter 41.000 ja sehr interessant, weil natürlich dann die Unterstützung, dieses Support hier abbricht. Und dann ist der tiefere Abverkauf, möglicherweise sogar ein Retest der 29.000 möglich. Also das ist dann die Umkehrbasis, sollten wir an diesem Widerstand, und das ist jetzt die tricky Geschichte, an diesem Widerstand eben scheitern. Okay, dann hoffen wir, dass wir da bald Klarheit haben. Okay, ja, dann haben wir alles soweit durch. Der breite Markt, den haben wir besprochen. Schauen wir noch kurz auf Winners und Losers. Bei den Gewinnern hier. Ihr sagt mir jetzt so nix erstmal. Ach so, ja, vielleicht ein Update. Wir hatten ja mal die Transocean letzte Woche angesprochen. Mit diesem möglichen Setup hier auf dem 50er Retracement. Und dass wir eben an einem Ausbruch arbeiten über diesen Zwischenhoch hier. Und das ja, könnte jetzt hier gelingen. Also Rally, höheres Tief und wir gehen jetzt über diesen Hochpunkt hier raus. Also dass dann hier eine Attacke in Richtung 5.12 anstehen kann. Und ja, also das ist die Transocean. Ja, je nachdem wie das ausgeht, sieht sehr interessant aus, aufgrund eben dieser Dreierbewegung und dem möglichen Ausbruch über dieses Zwischenhoch bei 3.80. Und genau, sollte das gelingen, wäre die nächste Kurs Explosion in Richtung 5.12 möglich. Und das Szenario hier, also diese Bodenbildung, die ist dann gefährdet. Also die muss man schon anzweifeln, sobald es unter 3.10 geht und ist dann komplett nichtig unter 2.80. Und hier würde dann auch der Bär praktisch übernehmen, dass wir einen tieferen Abverkauf bekommen in Richtung 2.35, vielleicht sogar 0.60. Und deswegen ja diese Zone, diese Tiefpunkte sehr entscheidend dann für diese kurzfristige Entwicklung hier in der Transocean. Okay, das dazu. Okay, dann haben wir soweit die Updates und ja, schauen uns dann weiter die Entwicklung an. Wichtig ist, wie gesagt, bei den Indizes, dass wir höhere Tiefpunkte dann machen und dadurch eben die Möglichkeit geschaffen wird, dass größere Korrekturen, vielleicht sogar neue Trends dann entstehen und deswegen wird es sehr spannend dann in den nächsten Tagen und Wochen. Okay, in dem Sinne, weiterhin Good Trades, viel Erfolg und bis morgen, wenn Sie mögen. Bis dahin, ade.